Seid gegrüßt, meine Freunde. Hier ist wieder Chomp. Servus. Ich wollte eigentlich nur kurz zeigen, wie es aussieht, auch wenn es die meisten wahrscheinlich schon wissen, aber drei wissen es ja vielleicht noch nicht, wie es aussieht, wenn man die Engel für sich beansprucht und dann alles zurückgesetzt wird. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Oben ist zwar jetzt nicht viel zu sehen hier an Geld, dafür, dass ich jetzt schon ein paar Tage spiele, aber ich habe eben gerade mehrere Quadrillionen ausgegeben, um hier weiter zu, also weitere, wie sagt man hier, Filialen, wie auch immer, zu kaufen. Und können wir kurz bei Swags und Stats gucken. Ich will mal gucken, wie viel ich insgesamt schon... Ich mache euch mal die Musik. So. Insgesamt habe ich in der Session hier 34 Quadrillionen zusammengeackert. So, Investoren. Hier haben wir 580 Engel, die ich beanspruchen könnte. Eigentlich wollte ich warten, bis jetzt hier 627 stehen, aber ich bin so ungeduldig und ist auch egal. Jeder Engel erhöht den Profit um 2% für alle Bereiche, die ihr da gekauft habt. Das heißt, wir kommen hier auf knapp 1000. Jetzt sind es 581. Komm, wir machen das jetzt mal einfach. Das heißt, wenn ihr 1000 Engel hättet, würdet ihr also 2000% mehr Profit machen. So. Reset Claim. Mach ich. Ich habe sogar ein bisschen Gold. So, jetzt habe ich fast 1000 Engel. Jetzt muss ich natürlich erstmal wieder von vorne anfangen. Ich zeige das jetzt nicht komplett. Ich fange erstmal an, bis die Sachen von selbst laufen. Komm, 1, 2 hier, so. Wir machen mal gleich 5 voll. Ich kann schon Manager kaufen. Nee. Ich denke mal, der kostet 500, aber 500 war auf der anderen Seite. Denn wir haben ja noch das Event am Laufen. Black and Blue Friday. Oder Blue and Black Friday. Das ist, so wie ich das mitbekommen habe, eigentlich immer der Geisteskrankenverkauf. Thanksgiving in den Staaten. Bei uns gibt es ja sowas, glaube ich, nicht mehr im rechten Sinne. So, kaufen wir hier auch mal ein paar. Machen wir auch mal 5 voll. Und das macht sich schon bemerkbar, wenn man sich gemerkt hat, wie viel man am Anfang verdient hat, wenn man, als man angefangen hat. Und dann natürlich jetzt, dann fällt das natürlich schon auf. Also das stimmt mit den Prozenten. Das ist kein Beschiss. So, die Autowäsche kaufe ich auch gleich hier. Das wird ein Ticken länger dauern hier. Aber ich kann gleich einen neuen Manager kaufen. Na, ungeduldig. Oh, komm, klick, klick, klick. So, einer muss noch, ne? Mal wieder ein, ja. So. Also man sieht, man kommt jetzt wirklich recht schnell die Kohle zusammen, wo man vorher irgendwie, ja, 10 Minuten für gebraucht hat. So, gleich noch Pizza-Lieferdienst. Ich mache jetzt noch eben schnell bis zum Donut-Shop fertig und zeige noch die anderen Sachen. Ich schätze mal, morgen hätte ich bestimmt in der Zeit dann 1000 Engel zusammen und dann würde ich das auch sofort machen, dass ich die wieder für mich beanspruche. Und theoretisch kann man das jeden Tag machen. Natürlich würde man sich jetzt sagen, irgendwie, warum soll ich denn jeden Tag, ich meine, ich habe mir das alles so schön aufgebaut und dann muss ich das alles wieder verkaufen. Also irgendwann würde ich das natürlich auch erstmal so laufen lassen. Also bis wirklich, da würde ich mir eine Zahl festlegen, wo ich sage, okay, 10.000 Engel Minimum, vorher setze ich nicht mehr zurück. Und Donutshop. Ups. Ja, bei mir ist das irgendwie ein bisschen verschoben hier. So, okay, ich kann jetzt noch keinen Manager weiter kaufen. Was kostet der nächste? Doch, jetzt ist er bereit. So, 1,2 Millionen. So, jetzt geht's hier auch weiter. Dann würde ich sagen. Hier sieht man es hier. Ich habe schon meinen Mars Launch gestartet. Ich mache auch gleich. Sage ich jetzt gerade nicht, weil es würde jetzt ein bisschen zu lange dauern. Dass ich noch... Was wollte ich sagen? Ich hab's vergessen. Nee, also wenn 1 Trillion wieder erreicht ist, dann werde ich hier auf die Mondlandung, also meine Mondmission starten. Increase Funding, wie viel war es denn jetzt? 100 Dezillion. 100 Dezillion. Das sind also 10 mal 1 Milliarde? Nee, wie viel ist das jetzt? Egal. Ich war noch nie so gut in Mathematik. So, also ich würde das auf jeden Fall ein bisschen erhöhen dann, also ein bisschen beschleunigen. Hier, unser Black and Blue Friday läuft auch noch. Der werde ich jetzt auch zurücksetzen. Ich habe jetzt in der Zeit, hier 18 Minuten war ich jetzt weg, habe ich 137 Trillionen erwirtschaftet. Aber es reicht noch nicht, denn der Scheiß ist teuer hier, gerade im unteren Bereich. Und da ich jetzt auf jeden Fall über 200 Engel kommen würde, werde ich das jetzt auch machen. So, zurücksetzen. Jetzt fange ich natürlich auch von vorne an.
Mein eigentliches Ziel ist, dafür zu sorgen, dass die unteren Bereiche an Geschwindigkeit gewinnen im Profit, damit ich mindestens in der Zeit, wenn man hier auf Sell klickt, wo man halt den Bonus für 20 Sekunden bekommt, also den Profitbonus von je nachdem, wie viel Fach da steht, damit ich den innerhalb mindestens zweimal, also zweimal, mein Gott, zweimal erreichen kann in der Zeit, 500 Euro, in der Zeit, wo dieser Profit läuft. Wie gesagt, 20 Sekunden hat man Zeit und hier hätte ich gerne, dass es innerhalb, naja, sagen wir tatsächlich 20 Sekunden mindestens zweimal durchläuft. So, ich kann natürlich alles starten. Oh, mache ich das nicht. So, wie man sieht, dauert das ja noch recht lange hier. Und ich will das natürlich beschleunigt sehen. Gut, brauche ich jetzt auch nicht zeigen, aber so läuft es halt. Ich kriege jetzt wirklich mehr. Wie gesagt, 218 Engel habe ich jetzt hier. Das sind also 218 mal 2% mehr. Kommen wir also auf 436% mehr an Umsatz im Vergleich zu eben. So, dann habe ich hier, wie man sieht, schon 5 Goldbarren. Die habe ich erhalten als Belohnung für irgendwas, was ich hier gemacht habe. Ich weiß nicht, was das war. Auf jeden Fall habe ich habe irgendeine Aufgabe erfüllt. Wahrscheinlich hier alles auf 20 Mal bringen oder so. Nee, das wird es nicht gewesen sein. Aber 50 Mal oder irgendwie ein paar Trillionen einnehmen. Und dann habe ich diese Goldbarren bekommen. Die sind natürlich cool, weil man dadurch, also mit 10 kann man, glaube ich, einen Tag überspringen hier. Time Warp. 8 Gold. Gut, das ist jetzt 20% günstiger im Moment. Könnte also einen Tag überspringen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das für beide Bereiche gilt. Oder ob das nur für den Bereich ist, den man gerade geöffnet hat. Ja, wie gesagt, würde ich also schon die ganze Kohle für einen Tag bekommen. Und damit kann man natürlich auch gut arbeiten. Das werde ich auch benutzen, so wie ich ja, mindestens noch 3 Barren habe. Ich hoffe, ich bekomme noch mal 5. Wie sieht es denn aus mit den Managern hier? Kann ich jetzt schon mal einen kaufen? Hier, hire. Hire, hire. So, das lasse ich jetzt von selbst durchlaufen. Das wäre es eigentlich erstmal gewesen hier. Ich hoffe, euch macht das Spiel auch noch so viel Spaß wie mir. Also ich bin schon relativ süchtig nach dem Spiel, muss ich echt zugeben. Ich lasse das auch nebenbei laufen, wenn ich andere Sachen mache oder so. Ich hänge jetzt nicht die ganze Zeit vorm Rechner, aber ich gucke gerne öfter mal am Tag rein hier und fummel da gerne ein bisschen rum. Und gucke dann auch, wie viele Engel sind verfügbar, wie viel könnte ich jetzt für mich beanspruchen, um halt den Profit zu erhöhen und so. Also es macht schon richtig Laune. Ja, wenn es jetzt irgendwas Neues gibt oder ich mal richtig Asche mache hier in der Sekunde, ne, dann melde ich mich wieder. Also vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert ruhig, tut nicht weh, kostet euch nichts. Und dann bis zum nächsten Mal. Also, ciao Leute.